Herzlich willkommen, meine lieben Clasher-Freunde, zu einem weiteren Video. Ja, Leute, ich habe es ja angekündigt, dass ich wieder einen Account habe. Es ist kein großer Account, ja, es ist ein kleiner Account. Ihr seht, 60.000 Macht hat der Gute. Und ja, es ist auch kein Abo-Special, das möchte ich auch direkt zu Beginn sagen. Ich mache keine Abo-Specials, da ich ja immer zwischendurch Accounts und so weiter verlose. Wenn ich ein Abo-Special gemacht hätte, dann hätte ich mit dem Mino-Account bis heute gewartet und hätte den heute rausgehauen. Aber da ich diese nicht mache, ja, ist dieses auch kein Abo-Special. Damit ja keiner auf die Idee kommt, hey, für ein Abo-Special ist das aber ein Low-Account. Ja, also bloß nicht sowas in die Kommentare reinhauen. Ja, vorab möchte ich mich natürlich wie immer erstmal bei dem Spender, sage ich mal, bedanken, der uns diesen Account zur Verfügung gestellt hat. Olmi2 heißt der Gute. Mein lieber Olmi, wirklich vielen, vielen Dank. Du weißt, wie immer bedanke ich mich vom Herzen, dass du uns diesen Account zur Verfügung gestellt hast. So, ich würde vorschlagen, dass wir uns auch mal direkt umschauen. Wir haben hier einige kleine Specials. Und ja, mir ist gerade was aufgefallen. Also das hat mich sehr, sehr verwundert. Dazu kommen wir gleich. Also wir haben hier, beziehungsweise haben die Welle T geschafft. Wir sind hier bei der Welle AA. Ja, dann sind wir hier im Meister-Dungeon angekommen. Das heißt, den Vierer können wir sweepen. Der Fünfer wurde hier begonnen oder müssen wir hier natürlich noch beginnen. Aber ich denke mal, dass das auf jeden Fall schon mal cool ist. Dann schauen wir uns mal die Artefakte an. Wir haben hier alle Artefakte freigeschaltet. Victors Abzeichen, Kelch des Lebens, Donnerstein, Schriftrolle, Axt des Krieges und das Auge von Garuda. Alle auf Level 5, was ich schon mal richtig geil finde. Dann haben wir hier die Mini-Angie auf Level 5. Hier muss natürlich noch was getan werden. Ja, ich habe mich, wie gesagt, gerade auch schon mal ein bisschen umgeschaut auf dem Account. Und einige Pets wurden hier gelevelt. Die Pets, die natürlich für die Dungeons sehr, sehr hilfreich sind, wobei man den Julefanten auch sehr gut in den Dungeons spielen kann. Ja, man kann alle Pets in den Dungeons spielen, so ist es nicht. Aber da gibt es ja immer diese bestimmten wie die Mini-Angie und wie hier der Höllenballon, der ja die Gebäude zerstört. Dann haben wir Bablo, das Heilpad und Phoenix. Die wurden halt gelevelt, der Rest nicht. Das heißt, hier muss natürlich noch so ein bisschen was getan werden, was ja kein Problem ist. Dann schauen wir mal hier in das verschollene Reich rein. Hier sind wir bei Level 16 angekommen. Die Kristallminen müssen natürlich auch noch angepasst werden. Aber auch das ist kein Problem. Denn wir haben im Lagerhaus 243 Stamina-Karten. Das heißt, ihr könnt hier auf jeden Fall richtig Gas geben. Oder der Gewinner. Ja, es wird diesen Account ja nur einer gewinnen. Der Gewinner kann in diesem Fall dann im verschollenen Reich richtig Gas geben. Wir haben nicht nur Stamina-Karten. Wir haben hier auch 1263 lila Bücher. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine Menge. Und ihr seht, so ein bisschen Ehre ist vorhanden. 12 Talent Reroll Karten. Dann haben wir hier noch 72 Team Dungeon Karten und ja, noch einige Kopien und sehr viele Runen. Ja, was heißt sehr viele Runen? Aber wir haben hier im Vergleich zu anderen Accounts schon eine Menge Runen. So, dann denke ich mal, interessiert euch sehr. Oder wir schauen erstmal, wie viel Ehre der Account hat. 794 Ehre und 1000 Splitter sind hier vorhanden. Ja, nicht viel, aber das kann man sich ja alles zusammenfarmen. So, und jetzt schauen wir uns mal die Helden an. Wir haben hier einen Kürbisherzog auf 9 von 10, 7er Bersi. Dann haben wir hier einen Schädelkrieger auf 8 von 10 mit einem 5er Ätzen. Ein Phantomkönig mit einer 4er Streuung. Dann haben wir einen Anubis, ja, der auch auf Evo ist, auf 9 von 10 mit einem 4er Bollwerk. Eine Athene, die auf Evo ist, auf 7 von 10. Ihr seht, den Helden fehlen natürlich hier die passenden Talente, wobei die Kalypso, da würde ich gar nichts dran ändern. 5er TT ist völlig ausreichend für den Weltboss. Auch die ist auf Evo. Dann haben wir einen Arius, der auf Evo ist. Auch dem fehlt natürlich das passende Talent. Aber auf 9 von 10 ist der Gute. Ein Hexenmeister, der auf Evo ist. Einen Rockno, der auf Evo ist, der sogar das passende Talent hat. Eine 6er Steinhaut muss man natürlich nur noch aufwerten. Eine Mechtessa, die auf Evo ist. Also der Account hat wirklich für 60.000 Macht schon einige Evo-Helden. Und hier hinten haben wir dann noch den Beastmeister, der auch schon mal für den Weltboss das passende Talent hat.
einen Baum mit einem Fünfer wiederbeleben. Ihr seht's. Und noch ganz, ganz viele weitere Kopien. Der Rudi war hier noch gewesen, Captain Weißbart. Hier hinten haben wir noch einen Grimm und sogar noch eine Rudi, eine Rockno-Kopie. Was wir hier noch machen müssen, ist, wir müssen uns hier noch eine Garni bauen. Aber ich denke mal, dass das das kleinste Problem ist. So, jetzt komme ich zu dem Ding, wo ich gesagt habe, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ich habe hier hinten reingeschaut und dachte mir, komm, schau mal rein, welche Helden verstärkt sind. Und wahrscheinlich habe ich das gerade schon gesehen, denn ich habe hier einen Waller gesehen, ja. Habe geguckt, okay, der Waller wurde hier schon ein bisschen verstärkt. Dann habe ich, hier weitergeschaut und dann dachte ich mir, Moment, da war ein Waller gewesen? Wo war der denn im Heldenaltar? Und der Waller ist hier tatsächlich nicht im Heldenaltar. Das heißt, der Account hat einen Waller gehabt, ja, und der Waller wurde wahrscheinlich geopfert. Ich werde jetzt auch nicht hier in die Nachrichten reinschauen, ob der Vorbesitzer, der gute Olmi, IGG schon geschrieben hat. Das soll einfach mal privat bleiben. Ich werde auf jeden Fall IGG schreiben. Das heißt, ich werde mich jetzt nochmal mit dem Olmi in Verbindung setzen, werde da mal nachhaken, was hier passiert ist. Denn ich bin mir sicher, dass IGG uns den Waller wiederherstellt. Also bei mir machen sie es immer. Und ich werde da auf jeden Fall nachhaken, denn dieser Account sollte, denke ich mal, nicht auf diesen Waller verzichten, der hier schon vorhanden war. Ja, eine Gilde haben wir hier auch nicht. Das heißt, ich werde mal in den nächsten Tagen schauen, wo ich mich mit diesem Account platziere. Ja, meine Lieben, ich denke mal, das ist das, an dieser Stelle dann auch schon reichen soll. Was müsst ihr tun, damit ihr diesen Account gewinnen könnt? Haut einfach in die Kommentare rein, gewinnen. Und ja, ich werde dann jetzt am kommenden Montag, das heißt in 6 Tagen, heute haben wir ja Dienstag, werde ich dann den Gewinner ermitteln und den Gewinner dann auch am Montag bekannt geben. Wie gesagt, es ist kein großer Account, aber es gibt ja immer unter euch einige Spieler, die gerade mit dem Spiel angefangen haben, die noch nicht passende Helden haben. Oder eventuell habt ihr ja sogar einen Freund, eine Freundin, Cousin, Bruder, Schwester, wie auch immer, die mit Castle Clash anfangen wollen. Und für diese Leute, denke ich mal, eignen sich solche Accounts hervorragend. Also, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, abonniert meinen Kanal und ja, wir sehen uns dann wie immer in dem nächsten Video. Bis dahin.